Hallo ihr Lieben, heute mit dem Tag meine 10 Make-up Must-Haves. So, fangen wir direkt an mit Nummer 1. Also ich würde mir auf jeden Fall, wenn mein ganzes Make-up weg wäre, auf jeden Fall als allererstes einen Concealer kaufen, weil ich immer so starke Augenringe habe. Ja, also hier habe ich gerade einen von MAC. Der geht aber jetzt so langsam alle, da bräuchte ich irgendwann einen neuen. Den habe ich in NW25. Das ist der Studio Finish Concealer. Eigentlich war ich immer ganz zufrieden mit dem. Jetzt zur Zeit nicht richtig. Ich habe das Gefühl, der rutscht mir zu doll in meine Fältchen hier rein. Ja, ich habe Fältchen. Lachfältchen, nein Quatsch. Also ich habe schon Fältchen und ja, da rutscht das rein und es gefällt mir jetzt gerade nicht so. Aber auf jeden Fall bräuchte ich unbedingt als Number One einen Concealer. Auf jeden Fall. So, mein zweites Must-Have ist auf jeden Fall ein Eyeliner. Das hier ist einer aus China. Den finde ich ganz cool, weil der halt eine Spitze hat wie bei einem normalen Filzstift. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Man kann ihn ganz einfach auftragen. Der verschmiert nicht. Und den habe ich über einen eBay-Shop gekauft in Hongkong. Ich glaube, der lag nur bei, lasst mich jetzt nicht lügen, 2,35 Euro inklusive Versand. Und also der ist echt super. Also den würde ich mir auch auf jeden Fall direkt wiederholen. So, dann würde ich auf jeden Fall wiederholen eine Mascara, weil ich finde halt, dass man direkt einen anderen Ausdruck hat, wenn die Wimpern ein bisschen getuscht sind. Ich nehme gerne die von L'Oreal hier. Das ist so ein Zweiersystem. Also in dem einen ist so ein... Ach, die kennt ihr sicherlich. Oh, ich krieg sie jetzt gar nicht auf. Okay, ich würde die Mascara benutzen, wenn ich sie aufkriegen würde. Ich kriege sie jetzt irgendwie gerade nicht auf. Also auf der Seite ist so ein Verdickungs-Verlängerungsmittel. Das trägt man auf, dann lässt man es trocknen und dann kommt danach die schwarze normale Mascara drüber. Ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum das hier so gebogen ist. Also ich mache das immer mit Mascara, weil so kann ich die irgendwie besser auftragen und man kriegt auch aus dem Behälter irgendwie alles raus. Und das ist so, wie wenn ihr streicht mit der Pinselrolle. Die ist ja auch so gebogen, dann könnt ihr ja auch viel besser streichen. Und ich bin der Meinung, so kann man auch viel, viel besser irgendwie die Wimpern ummanteln, bestreichen. Genau. So, also das hier ist die von L'Oreal, die Double Extension Mascara. Die würde ich mir auch auf jeden Fall holen. Dann, was ich immer brauche, ist ein Lipgloss. Da würde ich auch direkt losrennen und mir einen neuen Lipgloss kaufen. Und zwar mein allerliebster ist der von Lipsmackers. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine amerikanische Marke. Die macht auch ganz viele Lippenpflegestifte, also so Labello-ähnliche Dinger mit den coolsten Geschmacksrichtungen. Und die duften so doll, dass wenn man hinten im Bus sitzt, sich die Leute vorne umdrehen, weil die das riechen. Und das riecht immer so lecker. Also ich habe Buttered Popcorn oder Toasted Marshmallow, also so diese ganzen super leckeren amerikanischen Süßigkeiten oder Getränke. Davon habe ich halt die ganzen Lipsmacker. Und also das hier, ja, der ist auch schon fast alle. Ist auf jeden Fall mein Favorit, weil der die Lippen nicht austrocknet. Also ich liebe den. Den muss man zwar öfters auftragen, also der ist nicht so lang anhaltend, aber der hat einen ganz tollen Glanz. Bisschen auch so mit Glitzer drin, aber jetzt nicht so extreme Glitzerpartikel, sondern schon so einen schönen Schimmer macht der. Und der schmeckt halt total lecker. Also das hier ist der Celestial Strawberry. Und der riecht und schmeckt total lecker nach Erdbeere. Und oh, also den liebe ich. Also den würde ich mir auch sofort kaufen. Also ich glaube, wenn ich gar
kein Make-up mehr kriegen würde oder nur zwei Sachen, ich glaube auf jeden Fall Concealer und den Lipgloss, den würde ich mir auf jeden Fall, also ohne den geht gar nicht. Also den habe ich in jeder Tasche, habe ich immer so einen irgendwie drin. Ja, dann bin ich der Meinung, mit ein bisschen Rouge sieht man direkt so ein bisschen frischer aus und deswegen würde ich mir auch direkt einen Rouge nachkaufen. Das hier ist von Max Factor, das Flawless Perfection Blush in 223 Natural Glow. Ja, langer Name. Und das liebe ich total. Ist leider zerbröselt, aber ich werde es noch aufbrauchen, bis es ganz alle ist, weil das so einen natürlichen Rosé, wie soll ich das sagen, also es macht wirklich ein ganz natürliches rote Wänkchen. Also ich mag halt es nicht so gerne, wenn man so viel Make-up benutzt. Ich bin halt eher so eine natürliche. Und ja, also das ist das, was ich kaufen würde. So, also ich benutze sehr selten Liquid Make-up oder Puder oder so. Und wenn ich was benutze, dann eine BB-Cream. Und mein Favorit ist die von Skin 79. Und zwar die The Oriental Gold BB Cream. Die finde ich super, weil da ist einmal hier die BB Cream drin. Und dann ist hier oben nämlich noch ein Cream Blush. Den kann man aber gleichzeitig auch für die Lippen benutzen. Ein kleines Spiegelchen ist noch mit drin. Und was ich an der liebe ist, also die deckt sehr gut ab, aber trotzdem sieht man noch die Haut. Also man sieht nicht irgendwie zugekleistert aus. Dann gibt es die in ganz vielen unterschiedlichen Hauttönen. Die ist für trockene Haut. Und das ist perfekt, weil ich habe eine richtig trockene Haut und deswegen brauche ich etwas, wo ich nicht so cakey aussehe oder auch nicht so... ja, wo man dann so hinterher so trockene Stellen irgendwie sieht. Das finde ich total grausam, gruselig. Und also das ist mein totaler Favorit. Also die liebe ich und die würde ich mir auch direkt kaufen. So, was ich mir auch noch unbedingt kaufen würde, wäre ein Eyeshadow Primer, den ich eigentlich nicht brauchen würde, wenn ich ja kein Make-up mehr habe und kein Eyeshadow. Egal, aber auf jeden Fall. Den finde ich richtig gut. Das ist der von Rival de Loup Young, die Eyeshadow Base. Der ist günstig und der ist super. Also der lässt sich gut auftragen. Der macht, dass die Farbe stärker zu sehen ist. Und natürlich, dass die auch länger hält. Genau. Also den würde ich mir auch sofort kaufen. So, dann bräuchte ich natürlich Lidschatten, weil was will ich mit einem Eyeshadow ohne Eyeshadow? Da würde ich mir dann direkt so ein Vierer Eyeshadow nehmen. Ich habe hier den jetzt von Maybelline. Ist eigentlich nicht die Farbe, die ich sonst immer benutze. Die habe ich leider bei meinen Eltern vergessen. Normalerweise habe ich einen in so Braun- und Goldtönen. Den benutze ich immer sehr gerne und ja, also ich finde das halt praktisch, weil man hat dann automatisch einen Highlighter, einen fürs bewegliche Lid und was für die Crease, hier für die Falte und ja, also auf jeden Fall so einen Vierer würde ich mir holen. Ja, und dann würde ich mir noch auf jeden Fall künstliche Wimpern holen, weil ich finde das so schön. Mit künstlichen Wimpern hat man direkt auch wieder viel mehr Ausdruck in dem Blick und sieht viel wacher und frischer aus. Und auch wenn man sonst zum Beispiel nicht jetzt seine Lippen so stark betont oder wenn die Haut blass ist oder so, das fällt alles gar nicht so doll auf, wenn man irgendwie schöne Wimpern hat. Und da nehme ich eigentlich alle möglichen gerne. Also die von Red Cherry finde ich ganz cool oder... ja, auch so weiß ich nicht, aus dem Rossmann oder irgendwie halt günstiger. Ich habe jetzt hier zum Beispiel welche von eBay. Die finde ich ganz schön, weil die
sehr natürlich sind, sehr dünn und hinten kleinen Schwung haben. Und ja, also ich würde mir auf jeden Fall künstliche Wimpern holen wieder. Und ja, künstliche Wimpern kleben natürlich nicht von alleine. Also bräuchte ich auch auf jeden Fall einen Wimpernkleber. Und mein Favorit ist der Duo, aber zwar der schwarze. Also der hinterher dunkel wird und nicht jetzt irgendwie durchsichtig und dann weg ist, sondern den hier finde ich richtig gut, weil man dann auch keinen Eyeliner mehr ziehen muss, um jetzt irgendwie die Klebestelle irgendwie zu verdecken oder so. Und der Kleber läuft dann auch immer so ein ganz klein bisschen natürlich zwischen die eigenen Wimpern und macht dadurch dann so automatisch einen schönen Eyeliner. Also ich finde, das sieht immer ganz toll aus. Und ja, das wäre mein 10. und letzter Favorit. Also auf jeden Fall den Duo Wimpernkleber. Genau. Das waren meine 10. Tschüss.